bin Jan-Lukas Kulay, ich bin jetzt 24 Jahre alt, Student und Aktivist aus Kassel. Ich war von Spätsommer 2017 bis Februar 2018 in Syrien auf Seiten der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG, dort als internationaler Freiwilliger für ein halbes Jahr. War vorher vor allem so in hochschulpolitischen Kontexten aktiv. Und jetzt bin ja schon über ein halbes Jahr zurück, aber jetzt eben auch verstärkt in der kurdischen Kampf hier in Deutschland auch. Vor allem auch so Medienarbeit und jetzt auch Vorträge, aber eben auch an der Basis der Soli-Arbeit und solche Dinge. Also die Entscheidung für so Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich erst vor Ort gefallen, so richtig, weil ich da auch gesehen habe, dass es unter anderen Internationalisten, die eben aus anderen Ländern kommen, vor allem Großbritannien, aber auch Italien, Spanien, dass es bei denen eigentlich vollkommen üblich ist. Die gehen dahin, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Und da bin ich eben auch ins Grübeln gekommen, was ist eigentlich meine Rolle hier. Also ich komme hier als Internationalist hin nach Syrien und beteilige mich an dem Kampf der kurdischen Volksverteidigungseinheiten. Als Internationalist habe ich deswegen nicht vielleicht eine spezielle Rolle, die sich von denen der anderen Kämpfer, die eben aus der Region kommen, unterscheidet. Und da war für mich auch relativ schnell klar, dass also es definitiv eine besondere Rolle für Internationalisten gibt, nämlich Aufmerksamkeit schaffen. Also ne, der Konflikt in Syrien ist eben absolut kein lokal oder regional begrenzter Konflikt, sondern ein Konflikt, wo Weltmächte und Regionalmächte mitmischen. Das heißt, sozusagen der Kampf, der dort geführt wird, den ich auch unterstützen wollte, wird nicht in Syrien entschieden, nicht in erster Linie, sondern, also wir sehen das ja, wenn in den Nachrichten was zu Syrien kommt, es geht vor allem um irgendwelche Konferenzen außerhalb von Syrien mit den Staatschefs anderer Staaten. Und es ist leider so, tatsächlich entscheiden andere Staaten über das Schicksal Syriens. Dementsprechend ist es wichtig, in diesen anderen Staaten, zum Beispiel auch Deutschland, eben auch sich dort beteiligen und mit ihrer Politik maßgeblich den Ausgang dort auch entscheiden, eine kritische andere Öffentlichkeit zu schaffen, die eben den politischen Kurs in eine Richtung bringt, in dem eben eine gute Lösung, demokratische Lösung für ganz Syrien erreichbar ist. Ne? Und dafür ist eben Medienarbeit ganz wichtig im Sinne der Bewegung. Genau, also die YPG, auf Deutsch YPG, das sind die kurdischen Volksverteidigungseinheiten. Also das ist quasi der bewaffnete Arm der basisdemokratischen Partei PYD, damit auch Teil des Militärbündnisses der demokratischen Kräfte Syriens, die eben, das muss man glaube ich ein bisschen ausholen. Also die haben angefangen damals, es fing eigentlich nur als Selbstverteidigungsprojekt an. Assad, der ja die Macht hat in Syrien und auch eine Armee hat, hat sich dazu entschlossen, die Truppen aus dem Norden abzuziehen, um eben gegen den IS und gegen die sogenannte FSA seine großen Metropolen zu schützen, die eben nicht im Norden sind. Und hat damit die kurdische Bevölkerung und alle anderen Menschen, die dort leben, quasi dem IS überlassen. Und dann war eben die Notwendigkeit für die Menschen dort, sich auch selbst zu bewaffnen und selbst zu verteidigen, um nicht in die Hand des IS zu fallen. Und das war quasi der Ursprung der Volksverteidigungseinheiten. Ich glaube, der Höhepunkt des Ganzen, könnte man glaube ich gut sagen, ist dann die Verteidigung von Kobane gewesen, bei dem der IS seine erste große Niederlage auf dem Boden erfahren hat. Und danach war eigentlich relativ schnell klar, okay, es muss auch weitergehen, weil jeden Tag vom Süden aus einer arabischen Stadt, aus Manbij, eben die Autobomben nach Kobane gefahren sind und man wusste, okay, wir haben zwar jetzt unser Territorium befreit, aber sicher sind wir deswegen noch lange nicht. Und dann hat man eben weitergemacht und hat den IS Stück für Stück aus Nordsyrien zurückgedrängt, sich mit anderen Milizen vor Ort verbündet und dann schlussendlich dieses Militärbündnis Demokratische Kräfte Syriens gegründet, um eben, naja, alle Menschen, die sich dem anschließen wollen, sich gemeinsam kollektiv gegen den IS auch zu verteidigen, gegen andere aggressive Kräfte. Also die Bereitschaft zu diesem persönlichen Risiko, die ist, glaube ich, vor Ort auch Stück für Stück gewachsen. Also der allererste Impuls war, glaube ich, die Neugier einfach. Also es gibt aus der Region einfach sehr wenig Berichterstattung, sag ich mal, on the ground, sondern wenn wir was von Syrien mitbekommen, sind es eben die Konferenzen im Ausland oder so vor allem. Aber was eigentlich vor Ort passiert, wie dieses Land verwaltet wird,
Wie der Kampf aussieht, wie die Bewegung funktioniert, da erfahren wir sehr wenig drüber. Es gibt eben nur Propaganda des Feindes und die eigene, aber wirklich einen differenzierten Eindruck kann man davon kaum kriegen, wenn man nicht vor Ort ist. Das ist, glaube ich, das Erste, was mich gereizt hat. Und dann habe ich nach einem Weg gesucht, dorthin zu kommen. Und dann war der ursprüngliche Plan eigentlich, sich dem Medienteam der Armee anzuschließen. Also ich wollte schon irgendwie, sag ich mal, da sein, wo es knallt, aber ich wollte nicht selber schießen. Ich wollte Kriegsberichterstatter werden für das JPG Press Office, also die eigenen Medien der bewaffneten Kräfte. Dafür wurde ich aber natürlich auch, weil ich als JPG-Freiwilliger dorthin kam, eben auch militärisch ausgebildet, war in der militärischen Struktur, wurde von militärischen Lehrern unterwiesen, war mit anderen Internationalisten dort, die eben auch militärische Ambitionen hatten. Und das war halt ja ein Moment des Umdenkens, glaube ich auch. Also vor allem waren es, glaube ich, die Lehrer da, also weil die Lehrer eben wirklich seit Jahrzehnten in der Bewegung aktiv sind und selber gekämpft haben, viel verloren haben, Familienmitglieder, eigene Gliedmaßen teilweise sogar und trotzdem immer weitergemacht haben und diesen Geist der Revolution wirklich im Alltag gelebt haben. Und trotzdem mich als Deutschen, der da hinkommt, sehr ernst genommen haben, mit mir gesprochen haben. Wir hatten ein sehr freundschaftliches Verhältnis, würde ich sagen. Und dann war für mich relativ schnell klar, okay, ich komme hier hin, um diesen Menschen zu helfen, aber diese Menschen sind eigentlich, also haben eigentlich ein viel höheres Level an Commitment, das ich jetzt habe, als so Internationalist da hinzukommen. Also man denkt sich ja immer, oh, man kommt da hin, man ist irgendwie, das ist schon ein großer Schritt, das ist super vorbildlich, aber dann ist man da und sieht, okay, die Menschen, die hier sind, die machen viel Krasseres und dann denkt man sich schon so, okay, man will was zurückgeben, man will Teil davon sein, man will das ernsthaft machen, man möchte nicht nur ein paar Fotos schießen und dann wieder nach Hause gehen, sondern man möchte wirklich Teil davon sein und wirklich das machen, was die Menschen dort vor Ort eben auch machen müssen. Genau, und dann kam eben dieser Entschluss, also wirklich vor Ort eigentlich, Inspiration durch starke linke Persönlichkeiten, würde ich sagen. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann eben doch, anders als ursprünglich geplant, bereit war zu diesem Risiko auch. Man muss auch sagen, es wird dann ganz schnell normal. Also, ich weiß nicht, als ich die erste Waffe gesehen habe dort, das war sehr schockierend oder berührend irgendwie der Moment, aber irgendwann muss man sie jeden Tag tragen und darf sie nicht aus den Augen lassen und dann ist es irgendwann tatsächlich unnormal und man vermisst sie, wenn die Waffe nicht mehr da ist, also wenn man wieder zurück ist. Also es wird, dieser Krieg, dieses Gewalt wird sehr schnell normal und man verliert nicht den Respekt davor, man denkt, ja, doch klar, das kann ich doch auch, das machen doch die alle. Warum kann ich das nicht auch machen? Und so, ja. Also zum Ende hin war ich dann Schütze in einem gepanzerten Hammerfahrzeug. Das sind so gepanzerte Geländewagen mit Geschütz auf dem Dach, die wir von den Amerikanern bekommen. Und die Aufgabe da war quasi, ja, das ist quasi die Mobilität gewährleisten an der vordersten Front. Also es gibt Logistik und Transport, das sind ganz normale Fahrzeuge, aber absolut an der Front übernehmen das eben auch bewaffnete Kräfte, die Transporte. Und genau, da war ich eben als Schütze in so einem Fahrzeug und wir waren quasi für die Transporte zuständig oder auch für so Sicherungseinsätze. Also das kann ganz verschieden sein. Das meiste, was da passiert ist, ist quasi, dass wir an der Front entlang gefahren sind nachts und die vordersten Abschnitte, also da, wo die Logistik sich nicht mehr hintraut, die ungepanzerte, eben die Logistik angeliefert haben. Das heißt also Essen, Strom für Funkgeräte, Munition und dann auch eben Verwundete und Tote rausbringen. Das ist so der Job gewesen von den Fahrzeugen. Ob ich da beschossen wurde, ja. Genau, aber wir sind halt sehr, also auch wenn es sich sehr direkt anhört, beschossen zu werden, waren das trotzdem sehr abstrakte Situationen. Also das war vor allem Tag und Nacht eben Mörserfeuer. Die haben eine Reichweite von 4 Kilometern, das heißt, du siehst gar nicht, woher sie kommen, du siehst gar nicht den Feind, kannst auch nicht zurückschießen, sondern hoffst einfach, dass du nicht getroffen wirst. Genau. Was auch passiert ist, ist auf Englisch nennt man das Anti-Material Rifle.
weiß nicht, wie man so Antimaterialgewehr oder so, das sind so überschwere Scharfschützengewehre, die mit so Kaliber 50 Geschossen schießen und die eben auch so gepanzerte Fahrzeuge penetrieren können. Sowas ist auch passiert, da haben wir ein Fahrzeug verloren. Genau, aber ansonsten gab es keine direkten Konfrontationen mit Dschihadisten, also so, dass ich sie gesehen hätte. Also ja, du hast die Revolution erwähnt, genau, klar, das ist ja auch der Grund, warum dieses Projekt in Nordsyrien eben auch eine große Aufmerksamkeit in der radikalen Linken in Deutschland hat. Mittlerweile sogar in der sozialdemokratischen Linken. Genau, die Revolution ist, unterscheidet sich, glaube ich, schon deutlich von anderen Revolutionen. Man schiebt das, glaube ich, gerne in die Ecke von so einer nationalen Befreiungsbewegung, also so ein klassischer ethnischer bzw. religiöser Konflikt irgendwie, wo irgendwie eine Volksgruppe, die es nicht mehr toleriert, von der anderen irgendwie regiert zu werden. Das ist absolut nicht der Fall. Also es ist ja, wie schon gesagt, lange kein kurdisches Projekt mehr. Es sind mehrheitlich arabische Kräfte, die dort kämpfen, aber auch viele andere. Es geht tatsächlich um, es ist tatsächlich eine emanzipatorische Bewegung. Also es geht nicht darum, wir sehen uns als Volk mit Traditionen, mit Kultur und so weiter und möchten nicht mehr von einem arabischen Zentralstaat regiert werden, sondern es geht um Demokratie. Es geht um Frauenbefreiung, es geht um Ökologie. Also es ist tatsächlich ein emanzipatorischer Gedanke, der dahinter steht. Und die Leute, die dort kämpfen, berufen sich nicht darauf, wir sind Kurden, sondern sie sagen, wir sind Demokraten und Demokratinnen. Ja. Und das unterscheidet es wirklich massiv von so anderen Bewegungen. Es wird leider in den Medien oft in diese ethnische Ecke gedrängt, so ist dann die Kurden in Nordsyrien. Aber wie schon gesagt, es sind mehrheitlich nicht Kurden. Die tragenden Ideen sind politische Ideen und keine völkischen. Genau, das macht das so besonders, so attraktiv und auch revolutionär. Also die Bevölkerungsstruktur in Nordsyrien ist sehr durchmischt. Es gab ja sehr viel Fluchtbewegung in Syrien, viel aus Syrien raus, aber noch viel mehr innerhalb von Syrien, also viele Binnengeflüchtete. Und in Nordsyrien ist es so, dass über die Hälfte der Bevölkerung, die dort lebt, Binnengeflüchtete sind, eben aus südlicheren Regionen, die eben vor Konflikten geflüchtet sind in ein Gebiet, das ihnen mehr lebenswert erscheint. Das war für viele eben Nordsyrien. Dementsprechend ist die Bevölkerungsstruktur sehr durchmischt. Menschen von überall her, Menschen, die alles hinter sich gelassen haben, viel verloren haben. Viel kleine Selbstständigkeit gibt es dort dementsprechend. Deswegen haben ja viele so Konfliktgebiete erfahren, also dass vor allem intellektuelle, gebildete, wohlhabende Menschen das Land verlassen konnten. Also sich die Schlepper leisten konnten nach Europa. Und die Menschen, die zurückbleiben mussten, eben vor allem die sind, die sich die Flucht nicht leisten konnten. Dementsprechend gab es einen großen Verlust an Fachkräften. Es gibt wenig Ärzte, technisches Know-how, genau. Viele arme, ungebildete Menschen. Zu der politischen Struktur innerhalb der Zivilgesellschaft bin ich leider kein Experte. Also zumindest, ich habe keinen Eindruck vor Ort bekommen. Ich war in der militärischen Struktur und es ist für das Militär auch sehr wichtig, die Aufgabe klar zu begrenzen. Also das Militär operiert nicht innerhalb der Gesellschaft. Das Militär ist, die Basen sind zum Beispiel alle außerhalb der großen Städte, weit ab vom Schuss. Dabei gibt es so richtig Siedlungen, die quasi nur militärisch sind, die wirklich außerhalb der Städte sind. Das hat den Hintergrund, dass es eben bewaffnete Kräfte natürlich gibt in den Städten. Das ist auch nötig. Es gibt immer wieder Terroranschläge. Aber das sind eben Polizeikräfte, die lokal rekrutiert werden, die von den lokalen politischen Gremien kontrolliert werden und die einen sehr engen Bezug zur Zivilbevölkerung haben, die sie auch schützen sollen. Während die Armee eben ganz klar die Aufgabe hat, die Außengrenzen zu schützen und nicht die Kontrolle der Städte hat. Und der Eindruck soll auch nicht erweckt werden. Zum Beispiel, wir haben ja große gepanzerte Fahrzeuge, wir durften mit denen ja auch nicht in die Städte reinfahren, sondern mussten immer außen rumfahren oder mussten vorher der Polizei Bescheid sagen, wenn wir mal wirklich irgendwo hin mussten. Damit eben auch nicht der Eindruck entsteht, fälschlicherweise, dass das Militär in den Städten irgendwie die Kontrolle hätte. Also das ist wirklich getrennt. Das bedauere ich,
irgendwie rückblickend auch sehr, also ich kann es natürlich verstehen, aber für mich persönlich finde ich es bedauerlich, dass dieser intensive Eindruck in die Zivilgesellschaft fast völlig fehlt, obwohl ich ein halbes Jahr in dem Land gelebt habe. Aber dafür muss man wirklich in zivile Strukturen gehen, in politische Strukturen, in Medienarbeit, Frauenarbeit, Jugendarbeit, was auch immer, um dort wirklich einen ungefilterten Eindruck von der eigentlichen Revolution zu kriegen. Ja? Also was das Militär macht, ist, es schützt die Revolution, es schafft Sicherheit und Garantien für die demokratische Entwicklung, aber das Militär selber, es ist eben das Militär, es ist dafür da, die Grenzen zu schützen, die Feinde zu schlagen, äußere Aggressoren zurückzuschlagen, aber nicht im Inneren. Also zu den demokratischen Strukturen im Militär selber. Genau, also grundsätzlich ist es natürlich ein Militär, das einigermaßen zentral geführt wird. Das ist, glaube ich, auch nötig. Es ist halt also in der Bewegung immer so ein Abwägen zwischen Zentralisierung gewisser Aufgaben, die einfach von breitem Interesse sind, und der lokalen Begrenzung von Aufgaben, um eben möglichst große Basisdemokratie zu gewährleisten. Im Militär ist dieser Spagat besonders schwer, aber ich glaube, er ist auch ganz gut geglückt. Also grundsätzlich gibt es natürlich ein Oberkommando, wo das entscheidet, welche Operationen angegangen werden und wie grob die Strategie ist, wie das angegangen wird. Es gibt aber unterhalb dieses Oberkommandos noch regionale Militärräte, also die in den Städten jeweils angesiedelt sind. Und diese regionalen Militärräte entsenden Delegierte zum Oberkommando. Das Oberkommando entscheidet wiederum über die Kampagnen, die gefahren werden. Wobei jeder Militärrat auch nochmal ein Veto hat, das zwar nicht die Operation verhindern kann, aber die können sagen, unsere Truppen schicken wir nicht mit. Das heißt, das Oberkommando entscheidet, da geht's hin. Die lokalen Militärräte können nochmal sagen, wir gehen mit oder nicht. Unterhalb dieser regionalen Militärräte gibt es nochmal, also, wir können es vielleicht Bataillonen nennen oder Regimenter von so 500 bis 700 Leuten. Diese Regimenter werden dann eben einem Frontabschnitt zugeteilt und entscheiden innerhalb dieses Frontabschnitts autonom über ganz konkretes taktisches Vorgehen. Die haben auch dafür alles, was nötig ist. Also so ein Regiment hat eigene Logistik, eigene medizinische Versorgung, eigene SpezialistInnen für verschiedene Aufgaben, Minenräumteams und so weiter. Also die sind wirklich in der Lage, jede Aufgabe autonom zu bewältigen. Und die werden demokratisch kontrolliert, ja, man könnte das Soldatenrat nennen, der nach jeder Frontrotation einmal zusammentrifft. Grundsätzlich können da alle kommen, die an der Operation beteiligt waren. Das ist dann ungefähr die Hälfte des Regiments. Von dem kommen aber vielleicht so die Hälfte. Und dort ist dann Zeit für Kritik und Selbstkritik. Da werden dann also wirklich ganz konkrete Belange dieses Militäreinsatzes besprochen. Zum Beispiel, wir hatten zu wenig Decken das letzte Mal, wir brauchen mehr Decken. Auch Kritik an einzelnen Einheiten, an einzelnen Kommandanten. Dafür ist dieser Soldatenrat quasi da. Und dann gibt es unterhalb dessen nochmal die konkreten Einheiten. Das ist ein Tabur, das sind so 30 Leute oder auch bis zu 60. Und innerhalb derer gibt es auch nochmal mehrmals die Woche diese Räte, die nochmal konkret entscheiden über Belange dieser Einheit, konkret Kritik üben an Menschen in dieser Einheit. Genau, aber wie das konkret ausgelebt wird, was das konkret bedeutet, wie die konkreten Hierarchien sind, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich von Einheit zu Einheit. Also es hängt auch viel damit zusammen, wie politisiert die Einheit eigentlich ist. Also ich bin zum Beispiel auch einfach mal zum General hingegangen an der Front und habe ihm gesagt, hier, lass uns doch dies und jenes machen oder so. Oder wenn ich konkret Vorstellungen habe über meine Verwendung, wenn ich das Gefühl habe, nicht verstanden zu werden von Leuten meiner Einheit, es gibt natürlich auch immer die Sprachbarriere, dann gibt es immer diese Möglichkeit der kurzen Dienstwege, ne? Oder auch flexible Einheitenwechsel oder sowas. Es ist alles nicht so festgefahren. Es gibt einen Frontkommandanten, der gibt es Befehle und dann muss dem gehorcht werden, klar. Es gibt aber immer dieses Veto einer jeden militärischen Organisation, also der regionale Militärrat kann sagen, die Operation ist nichts für mich, jedes Tabur kann sagen, diese Einheit, dieser Einsatz ist nichts für mich, und jeder Soldat kann die Armee verlassen, weil es eine Freiwilligenarmee ist jederzeit. Aber grundsätzlich, klar, also es gibt die Armee, die hat eine Kampagne, eine Operation, die Einheiten haben die Befehle, es gibt die Möglichkeit, Nein zu sagen.
Genau, aber klar, es ist eine Armee, sie funktioniert irgendwie als kollektive Organisation. Und wenn es einen Beschluss gibt, irgendwas zu tun, dann soll das auch getan werden, klar. Für ein halbes Jahr verpflichtet. Ich weiß nicht, ob diese Formulierung so treffend ist. Also klar, ich habe quasi zugesagt, ein halbes Jahr da zu sein. Das schafft ja auch in gewisser Weise Planungssicherheit. Es gäbe aber jederzeit die Möglichkeit abzureisen. Aber man muss natürlich auch ein bisschen verhandeln. Also zum Beispiel war es so, dass ich auch früher aus dem Militär ausscheiden wollte, ungefähr einen Monat. Genau aus dieser Frustrationserfahrung, über die ich vorhin gesprochen habe, eben nicht die demokratische Revolution zu erleben, die ja in der Zivilgesellschaft stattfindet. Also ich habe nicht gesehen, wofür eigentlich, sondern war einfach nur im Militär, ohne in die Gesellschaft geschaut zu haben und ohne dieses Projekt wirklich differenziert mal gesehen zu haben. Und da wollte ich eben den letzten Monat in einer zivilen Struktur verbringen, um nochmal, bevor ich abreise, das nochmal zu erleben. Und da war es dann so, ja, okay, du kannst das Militär vorzeitig verlassen, aber du kannst nur nach Hause. Hätte eben nach Hause gekonnt, aber um eben wirklich die volle Unterstützung der Strukturen zu bekommen, also eben auch Hilfe dabei, in dieses zivile Projekt zu bekommen, hätte ich schon die 6 Monate voll machen müssen. Aber wie gesagt, es ist eine Freiwilligenarmee, ich hätte jederzeit nach Hause gehen können. Die Finanzierung der Armee, also es gibt aber natürlich, also ein wichtiger Baustein ist die Finanzierung durch die USA. Also es gibt die knapp 500 Millionen jedes Jahr, ich glaube es wird jetzt ein bisschen weniger, für diese demokratischen Kräfte Syriens. Die Verwendung dieser Gelder ist sehr genau aufgeschlüsselt in den politischen Papieren der USA. Steht eben ganz genau die Anzahl der Gewehre, der Munition und so weiter. Und was da eben auch steht, ist, dass es, ich glaube es waren 23.000, also auf jeden Fall zwischen 20.000 und 25.000 Gehälter auf $230, die gezahlt werden für die SDF. Das sind auf jeden Fall nicht alle Gehälter, aber es ist ein großer Teil auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Baustein. Ansonsten werden auch Steuern erhoben in Nordsyrien. Und es gibt natürlich große Solidaritätsstrukturen, sprich Spenden. Vor allem in Nordkurdistan, im türkischen Staatsgebiet, gibt es viele Spenden, aber auch die kurdische Bevölkerung in Deutschland ist sehr spendenbereit, was das angeht. Genau, das sind so die Bausteine. Die militärische Unterstützung der USA ist auf jeden Fall sehr wichtig. Sie ist auch kriegsentscheidend, also sie hat den Sieg garantiert. Ob er ohne die möglich gewesen wäre, wissen wir nicht. Ich glaube schon. Also die USA haben uns ja unterstützt, weil wir siegreich waren. Und wir sind nicht siegreich geworden durch die USA, wir waren es schon vorher und daher rührt auch die Unterstützung. Also dann, deswegen haben die USA ja auch die Unterstützung für FSL-Gruppen eingestellt, weil sie gesehen haben, sie haben dort einen anderen, sehr verlässlichen Partner, mit dem die Kooperation klappt und der auch militärisch erfolgreich sein kann. Also das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Unser Erfolg hat den Beistand der USA hervorgebracht, aber gleichzeitig erhöht der Beitrag der USA natürlich auch maßgeblich unseren Erfolg und hat vor allem den Sieg beschleunigt. Also er ist ja noch nicht da, aber zum Greifen nah, sage ich mal. Konkret sieht die so aus, dass es eben ein großes Budget gibt, das bereitgestellt wird. Es sind über 4 Milliarden schon mittlerweile, insgesamt 500 Millionen jährlich mit gewissen Schwankungen. Für Waffen, für Ausrüstung und so weiter. Und ganz entscheidend sind natürlich die Luftschläge, die durch die USA gewirkt werden. Luftschläge klingt harmlos. Nee, Luftschläge sind nicht harmlos. Also Luftschläge sind auch natürlich immer ein bisschen unkoordiniert. Also klar sind zivile Opfer bei Luftschlägen wahrscheinlicher als bei konkreten Gefechten aus kurzer Distanz. Aber es ist zum Beispiel so, dass also die Zusammenarbeit geht so weit, dass jede Einheit zum Beispiel eigene Tablet-PCs hat mit GPS-Karten und mit Fotoaufnahmen von amerikanischen Drohnen. Also es sind wirklich sehr, sehr gute Satellitenbilder. Es ist nicht Google Maps oder so, du siehst wirklich die konkreten Stellungen und so weiter. Und dass eben also eine Einheit, die wirklich vor Ort ist, den Feind quasi sieht, die Koordinaten ablesen kann und sagen kann, hier bitte Rakete rein. Ja. Das ist auf jeden Fall koordinierter als das, was Assad macht mit seinen
Flächenbombardement hast. Dennoch, also gibt es dadurch natürlich zivile Opfer. Es ist so, dass in Raqqa, da gibt es laut eigenen Angaben irgendwie 1300, 1400 gefallene ZivilistInnen. Laut Angaben einer unabhängigen journalistischen Recherchegruppe bis zu 1800, wobei das eben alle zivilen Opfer sind, während der Raqqa-Kampagne nicht nur Luftschläge. Also der IS exekutiert ja auch ZivilistInnen, hindert sie an der Flucht, erschießt sie auf der Flucht und so weiter. Das geht nicht alles auf Luftschläge zurück. Dennoch ist natürlich jedes zivile Opfer eins zu viel. Ich habe versucht, das irgendwie zu vergleichen mit anderen großen Schlachten, ob das sehr hoch ist vergleichsweise oder eher gering. Es ist sehr schwer, da einen Vergleich zu finden. Also in Mosul sollen es zwischen 9.000 und 11.000 gewesen sein, nach so einer journalistischen Recherchegruppe. In Ostguta auch über 10.000. Gut, also in Ostguta waren es wesentlich mehr militante Dschihadisten, die dort waren. Und in Mosul, da ist zwar die Zahl der Dschihadisten vergleichbar mit Raqqa, aber Mosul ist eine viel, viel, viel größere Stadt. Also der Vergleich fällt einfach schwer. Deswegen kann man das nicht abschließend bewerten und dazu war ich auch nicht nah genug dran. Also es gibt diese koordinierten Luftschläge, ich glaube, das ist ein gutes Mittel. Also wenn wirklich Infanterieeinheiten auf dem Boden konkrete Luftschläge anfordern, ich glaube, das ist noch ein vergleichsweise guter Weg. Aber natürlich suchen sich die USA auch mit ihren Drohnen eigene Ziele und schalten die aus, ohne dass wir jemals was dazu gesagt haben. Also, aber wie gesagt, es ist unmöglich, das wirklich zu bewerten. Das nehme ich mir auch nicht raus zu sagen, dass es relativ wenig oder relativ viele sind. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn man die Opfer Raqqas mit denen von Mosul oder Ghouta vergleicht, scheint es sehr wenig. Aber das sind verschiedene Situationen, verschiedene Gegebenheiten. Das kann man nicht wirklich ernsthaft bewerten. Also die Rolle der USA in Afrin ist eigentlich eine sehr zurückhaltende, fast gar keine. Also ich weiß gar nicht, ob sie sich überhaupt jemals gegen diesen Angriff ausgesprochen haben. Zumindest haben sie realpolitisch nichts bewegt, was irgendwie das verhindern hätte können. Die türkische Armee hat gemeinsam mit ihren verbündeten Dschihadisten Afrin Stück für Stück eingekesselt. Ganz entscheidend war auch die Mitwirkung Russlands und des Irans, weil sie eben die zugestimmt haben, so eine sogenannte Deeskalationszone einzurichten in Idlib unter der Beteiligung türkischer Truppen, was eben dazu geführt hat, dass es wirklich einen türkisch kontrollierten Ring um Afrin herum gab. Also es gab sowieso schon diese verbündeten türkischen Milizen um Al-Bab und Jarablus westlich von Afrin. Dann gab es östlich von Afrin ist sowieso türkisches Staatsgebiet, die Provinz Hatay und südlich dann eben Idlib, wo eben die Türkei reingekommen ist, durch dieses Agreement dort eine sogenannte Deeskalationszone einzurichten. Sprich, sie haben Afrin Stück für Stück umzingelt, auch unter der Zustimmung von Assad, Russland und des Irans. Und dann haben sie eben angegriffen, vor allem mit verbündeten dschihadistischen Milizen, massiver Luftunterstützung und auch türkischen Truppen am Boden. Und haben dann innerhalb von 40 Tagen, was extrem lang ist, Afrin ist nicht groß, in ein paar Stunden ist man da durchgefahren und die türkische Armee ist die zweitgrößte Armee der NATO. Von daher ist der Widerstand schon groß gewesen, aber natürlich letzten Endes ist Luftüberlegenheit das, was heutzutage Schlachten entscheidet und dementsprechend haben sie es eben auch geschafft, die YPG aus Afrin zu vertreiben. Genau, also während des Widerstands in Afrin sind um die 800 Kämpfer von uns gefallen, darunter auch einige Internationalisten und auch eine Internationalistin. Also was man so in Medienberichten häufig lesen konnte, gerade während und kurz nach dieser Afrin-Phase, war so dieses, die Kurden wurden von den USA verkauft oder die Kurden wurden verraten von den USA oder sowas. Das ist eine relativ naive Herangehensweise. Es gab auch dann ein Statement von der Union der Gemeinschaften Kurdistans, das ist so die Dachorganisation dieser revolutionären Bewegung, die dann gesagt hat, nein, also wir wurden nicht verkauft, wir wurden nicht verraten. Das würde ja voraussetzen, dass wir sowas wie eine strategische Allianz eingegangen sind. Und das weisen sie entschieden zurück. Also es geht bei der Zusammenarbeit mit den USA nur um diesen konkreten gemeinsamen Feind, nämlich um den IS. Und der ist nicht in Afrin. Zumindest nicht offen. In Afrin war der Feind der türkische Staat und die Expansionspolitik Erdogans.
da hat sich die USA nicht auf Seiten der Kurden gestellt. Das war von Anfang an klar, das war nie Teil des gemeinsamen Plans, sondern das Interesse der USA ist eben, den islamischen Staat in Syrien vernichtend zu schlagen und damit den internationalen Terrorismus zu bekämpfen und die Sicherheit der USA damit zu fördern. Also sicher, das ist sicherlich das wichtigste Interesse. Es gibt sicherlich noch andere strategische Interessen der USA dort, aber das ist so, sag ich mal, vordergründig kommuniziert und auch, wie ich finde, ein authentisches Anliegen der USA. Aber es bezieht sich natürlich nicht auf Afrin. Das bezieht sich nicht auf eine demokratische Lösung für ganz Syrien. Das bezieht sich nicht auf die demokratischen Entwicklungen, nicht auf die Frauenbefreiung. Das bezieht sich lediglich auf den Kampf gegen den IS. Und damit rechnen wir, dass die USA uns unterstützen, um den IS zu besiegen, mit nichts anderem. Und dementsprechend wurden wir nicht verraten, wurden wir nicht verkauft. Und haben mit den USA da auch eben auch gar nicht gerechnet. Also das ist ja auch Teil der außenpolitischen Strategie der Demokratischen Föderation, dass sie eben konkret um Sachfragen sich taktische Partner suchen. Aber es gibt keine strategischen Partner. Es gibt keine andere Organisation, keinen anderen Staat, keine andere militante Gruppe außerhalb der SDF, die eben diesen Wunsch eines demokratischen föderalen Syriens, also einer demokratischen Lösung für Gesamtsyriens mit gewissen Autonomierechten für die Föderation, die auch dafür einsteht. Da gibt es keinen strategischen Partner. Es gibt nur taktische Partner in gewissen Issue-Fragen, wo man zusammenarbeitet. Zum Beispiel mit Assad die Türkei ein bisschen im Zaun zu halten, mit den USA den IS zu bekämpfen. Aber einen strategischen Partner, der wirklich die Vision für Syrien teilt, den gibt es nicht. Und dementsprechend wurden wir von den USA auch nicht verraten, weil wir kein gemeinsames Ziel haben in Syrien. Also ja, die Person Abdullah Öcalan ist sehr entscheidend für die Bewegung vor Ort. Das ist, ich würde sagen, also auf jeden Fall der Leitintellektuelle, aber auch so eine Art ideeller Führer, auf den man sich beruft. Also er hat mit seinen politischen Ideen die wichtige integrative Rolle, eben die Leute vor allem auf diese politische Idee hinzumünzen, dass man für eine politische Idee eintritt und nicht nur, wir sind Kurden und kämpfen gegen Araber oder so. Also klar, also das ist eine ganz zentrale Rolle für die Bewegung. Also er hat ja auch diesen demokratischen Konföderalismus begründet in seinem Buch. Hat die Roadmap geschrieben, wie so eine Revolution in Nordsyrien funktionieren könnte. Und an seinen politischen Ideen ist das Ganze ausgerichtet. Also ganz zentrale Figur, klar. Also die grundlegende theoretische Idee hinter diesem demokratischen Konföderalismus ist, glaube ich, auch die Einsicht aus dem Scheitern des Realsozialismus, dass eben so ein zentraler Staat nicht weder das Ziel sein kann, noch ein Schritt auf dem Weg zu einem wirklich sozialistischen, zu einer wirklich sozialistischen Gesellschaft. Und die grundlegende theoretische Idee ist eben, dass es eine Dialektik gibt zwischen Staat und Demokratie. Also dass Staat und Demokratie sich gegenseitig ausschließen, weil das grundlegende Organisationsprinzip von Staat quasi Zentralität ist. Also je zentraler etwas organisiert ist, desto staatlicher ist es. Und die grundlegende Idee des Demokratischen ist eben die des Kommunalen, die des lokal Begrenzten, die des Probleme dort lösen, wo sie entstehen, mit den Menschen, die sie betreffen, unter Einbezug der Perspektiven der Menschen vor Ort und nicht das Zentrale, das weit weg ist von den Menschen. Und diese Dialektik war grundlegend für die Entwicklung dieses neuen Gesellschaftsmodells. Wobei man, glaube ich, nicht davon ausgehen sollte, dass Demokratie der absoluten Wert hat und man auf jeden Fall nichts zentralisieren sollte und die sich wirklich kategorisch ausschließen, sondern es ist so, dass sie sich eben eher gegenseitig verdrängen. Das heißt, also je mehr Demokratie, desto weniger Staat und je mehr Staat, desto weniger Demokratie. Das heißt, wenn Aufgaben zentralistisch gelöst werden, bedeutet das ein Demokratiedefizit. Was aber nicht heißt, dass man es nicht für gewisse Aufgaben machen kann. Also es gibt ja zum Beispiel Belange, die alle was angehen und die, wo es wenig Sinn macht, das lokal begrenzt zu lösen. Zum Beispiel, es gibt irgendwie in Nordsyrien, gibt es im Norden viel Landwirtschaft und im Süden gibt es eben das Öl. So, alle Leute brauchen Öl, alle Leute müssen essen. Es macht Sinn, das zentral irgendwie
zu verteilen oder so. Oder die Verteidigung, also wenn die Selbstverteidigung ausschließlich lokal begrenzt wäre und jede Kommune nur sich selbst verteidigen würde, ja, dann würden die Grenzen nach und nach fallen, weil die Leute aus dem Hinterland nicht die Grenzen mitschützen. Dementsprechend hat das Militär auch relativ zentralistischen Charakter. Ja, es ist aber eben wichtig, eine Abwägung zu finden und zu schauen, wo ist eine lokale Lösung, die an der Basis orientiert ist, wo ist das die beste Lösung, wo kann das umgesetzt werden und wo ist eine gewisse Zentralisierung noch nötig. Und innerhalb dieses Widerspruchs, innerhalb dieser Dialektik, versucht eben der demokratische Konföderalismus mit Vertretung auf einer zentralen Ebene und mit einer starken Basisdemokratie dort so einen Mittelweg zu finden, und das funktioniert relativ gut. Also was mein Eindruck aus dem Militär ist, das ist ja meine partikulare Erfahrung, und in der kann ich sagen, tatsächlich ist es wenig zentralistisch gelöst, was irgendwie lokal besser gelöst wäre. Und es gibt nicht Aufgaben, wo ich mir denke, warum besprechen wir das hier im kleinen Kreis? Das ist doch eigentlich eine globale Frage. Also in diesem konkreten Ausschnitt kann ich sagen, das beeindruckend gut geklappt. Also derzeit läuft in Nordsyrien die Operation Jazeera Storm. Das ist diese große Operation zur Niederringung des Islamischen Staates. Die hat begonnen kurz bevor Raqqa befreit wurde, also schon gegen Ende letzten Jahres, und läuft nach wie vor. Es geht dabei darum, die letzten Gebiete des Islamischen Staates im Süden, also im Südwesten des Landes noch zu befreien. Und da ist man zurzeit daran, wirklich die allerletzte Hochburg, die sich vor allem um die Stadt Hajin konzentriert, eben einzunehmen. Also, und das ist wirklich schwer, also auch wenn es nicht mehr in den Medien ist und auch wenn Hajin nicht die größte Stadt ist, es könnte der schwerste und aber auf jeden Fall auch der wichtigste Kampf noch gegen den IS sein, weil eben jedes Mal, wenn wir eine Stadt befreit haben, es kurz vor Ende noch zu Verhandlungen kam und die militärische und ideologische Elite die Führerschaft des IS immer noch abziehen konnte. Ja, die haben sich dann immer Geiseln genommen und um dann unter Druck quasi zu verhandeln, und durften dann jeweils abziehen in ihr Hinterland. Jetzt haben wir die Elite in dieser einen kleinen Stadt komplett umstellt. Es gibt kein Hinterland mehr, es gibt keine Möglichkeit mehr für die irgendwohin abzuziehen. Jetzt haben wir alle da, vermutlich auch der Führer Abu al-Baghdadi, da ist man sich nicht ganz sicher. Es gab immer viele Meldungen über seinen Tod, schon echt zahlreiche. Aber im Spätsommer diesen Jahres hat er sich nochmal eine Audionachricht aus Hajin heraus an seine Anhänger gewendet und nochmal quasi agitiert. Das heißt, er war zu diesem Zeitpunkt definitiv noch am Leben. Es gibt noch viele hundert, vielleicht sogar tausende versklavte Jesidinnen, die noch nicht aufgetaucht sind, die noch nicht befreit wurden. Die werden auch dort vermutet, wenn sie denn noch am Leben sind. Das heißt, es ist wirklich absolut wichtig gerade. Also das ist gerade echt der Endkampf, der jetzt nochmal gestartet wurde am 11. September. Sicherlich nicht zufällig gewählt, dieses Datum. Genau, und da geht es jetzt quasi um das Ende des IS hoffentlich. Also diese letzte Schlacht haben sie auch genannt, die Operation to Defeat Terrorism, also quasi die letzte Schlacht, hoffentlich. Ja. Also was die Unterstützung des IS angeht, da gibt es viele arabische Staaten, die sich gegenseitig da Vorwürfe machen. Das Einzige, wo ich wirklich mir sicher bin, wo es wirklich gesicherte Berichte gibt, wo ich auch Fotos gesehen habe von Freunden vor Ort, die das ganz eindeutig belegen, ist eben, dass der türkische Staat den IS unterstützt hat lange Zeit, das vermutlich immer noch tut. Also zumindest Dschihadisten, die in der Türkei verurteilt werden, kriegen wirklich kurze Haftstrafen, werden vorzeitig entlassen. Es gibt Fotos von eben IS-Terroristen, die in Afrin wieder aufgetaucht sind, jetzt eben auf Seiten der Türkei Afrin besetzen. Also der wichtigste Partner des IS ist seit jeher der türkische Staat. Da gibt es zahlreiche Beispiele für. Also zum Beispiel der Euphratfluss, der eben durch Raqqa fließt, aber auch durch die Türkei, hat, bevor wir Raqqa angegriffen haben, extrem viel Wasserzulauf bekommen aus der Türkei. Also die Türkei hat dafür gesorgt, dass der Euphrat extrem viel Wasser führt, was dazu geführt hat, dass eben viele Stadtteile überschwemmt wurden, was verhindert hat, dass wir mit unseren Fahrzeugen in die Stadt konnten, was unseren Vormarsch verlangsamt hat.
damals bei der Schlacht um Kobane ist der IS aus der Türkei gekommen und hat uns angegriffen. Es gibt zahlreiche Fotos von türkischen Panzern, die in unmittelbarer Nähe zu IS-Militärschutzpunkten stehen, die quasi schützen, also sie zumindest nicht angreifen. Oder noch ein Beispiel, es gab so eine wissenschaftliche Analyse über das Bombenmaterial vom IS, also wenn der IS irgendwie Autobomben gebaut hat oder selbstgebaute Minen, woher eigentlich die Materialien kommen, das Schwarzpulver, die Zünder und so weiter. Und fast alles kommt eben aus der Türkei. Was nicht heißt, dass der türkische Staat das finanziert, aber was zumindest heißt, dass er nicht in der Lage ist oder auch nicht willens ist, diese Versorgungsrouten zu unterbrechen. Wie schrecklich dieser Angriff der Türkei auf Afrin war, sieht man, glaube ich, gut daran, wenn man vergleicht, was vorher da war und was jetzt dort war. Also vorher war das eben einer der lebenswertesten oder vielleicht der lebenswerteste Ort in dem Syrien, des syrischen Bürgerkriegs. Es gab viele Millionen Menschen, die dorthin geflüchtet sind. Es ist eine fruchtbare Gegend mit viel Landwirtschaft. Die Menschen können sich dort selbst versorgen, also sie haben genug zu essen. Es war sehr sicher, es war die ganze Zeit über vom Krieg verschont geblieben. Die Demokratische Föderation war dort sehr stark. Afrin war einer der Kantone Nordsyriens, die sehr stark dabei waren, diese Revolution in der Zivilgesellschaft voranzubringen. Es gab starke Frauenstrukturen, starke Rätestrukturen, eine gute Selbstverwaltung. Also Afrin war vielleicht zusammen mit dem Shizire-Kanton so Vorreiter auch der Revolution. Ja, also was dort zivilgesellschaftlich passiert ist, war wirklich beeindruckend. Und auch, man sieht es auch an dem militärischen Widerstand der Menschen vor Ort, dass dort die Revolution wirklich sehr weit war. Und jetzt unter türkischer und quasi türkischer Besatzung ist es natürlich alles vor die Hunde gegangen. Also es gibt kaum irgendwie richtige Kontrolle. Es gibt die dschihadistischen Milizen sind zwar Verbündete der Türkei, aber auch untereinander verfeindet. Es gibt irgendwie im Kurdischen, abfällig sagt man, das sind Chete, das heißt Gangster. Also es sind einfach Gangsterbanden, die willkürlich morden, plündern, alle möglichen Verbrechen an der Menschlichkeit dort begehen. Es gibt immer wieder Videomaterial, was aus Afrin auftaucht und was das belegt. Also schreckliche Situation. Ein Einmarsch der Türkei in Nordsyrien, ob der jetzt wirklich droht, also auf jeden Fall wollen sie es gerne. Das ist auf jeden Fall deren Anspruch irgendwie. Sie haben natürlich gesehen, dass mit dem Projekt irgendwie jetzt ihre Grenzen mehrheitlich im Süden kontrolliert werden von einer revolutionären Bewegung, die eben ein Problem hat mit der türkischen Expansionspolitik. Dementsprechend hat die Türkei ein Problem damit. Es ist seit Afrin in Syrien, gab es keine weiteren Expansionsbemühungen mehr der Türkei, also keine konkreten. Es gab immer wieder die Drohung, man würde in Manbij einmarschieren, aber dann hat vor allem Frankreich eine ganz gute Aktion gemacht. Frankreich ist dann hat eine neue Militärbasis aufgemacht, mit eigenen Truppen auch in Manbij selber. Also war quasi die Stadt der Demokratischen Föderation, die am nächsten noch dran ist zu den von türkisch kontrollierten Milizen besetzten Gebieten in Nordsyrien. Das heißt also, Manbij wäre tatsächlich das erste Ziel so eines Einmarsches der Türkei in Rojava. Wurde aber, würde ich sagen, erstmal erfolgreich damit abgewendet, dass jetzt eben französische Truppen vor Ort sind. Also weil das kann Erdogan einfach nicht machen. Er kann ja nicht Gebiete bombardieren oder angreifen, in denen Stützpunkte Frankreichs sind oder auch der USA. Also dem ist, glaube ich, mittelfristig erstmal ein Riegel vorgeschoben. Dennoch ist es natürlich wichtig, dass Regionalmächte und Großmächte, die vor Ort Einfluss haben, halt also der Türkei ihre Grenzen aufzeigen. Also es gibt klar das Bestreben von Erdogan zu expandieren, wo immer sich der Raum öffnet, wie zum Beispiel in Afrin tut er es auch. Dementsprechend muss man dafür sorgen, dass sich diese Räume nicht mehr öffnen. Also dass eben internationale Staatengemeinschaft dem wirklich einen Riegel vorschiebt. Zurzeit ist das so, das ist auch sehr gut. Aber es muss natürlich auch so bleiben. Ansonsten ist die Sicherheit dieses Projektes wirklich existenziell gefährdet. Ja. Genau, ich bin jetzt wieder zurück, weil es von Beginn an so als sechsmonatiger Aufenthalt geplant war. Ich wollte danach auch weiter studieren. Ich wollte eben quasi eine projektfreie Lücke mit etwas auch füllen.
wollte da hin, wollte da lernen und wollte dann auch wieder zurück. Also das war von vornherein so geplant. Dementsprechend bin ich dann auch Februar dort abgereist. Wie es jetzt weitergeht oder wie man das Projekt hier unterstützen kann. Also natürlich auch vor Ort, also in Deutschland. Wie schon gesagt, das Schicksal Syriens wird leider nicht in Syrien entschieden, sondern vor allem an den Plenarsälen der Parlamente der Großmächte, die daran beteiligt sind. Und dementsprechend ist es auch wichtig, in Deutschland eine kritische Gegenarbeit zu machen, eine andere Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Genau, und da kann man natürlich auch viel bewegen. Also es gibt, in Deutschland ist es relativ weit fortgeschritten, diese Verbandlung zwischen kurdischer Freiheitsbewegung und der radikalen Linken. Dort gibt es niedrigschwellige Möglichkeiten, sich einzubringen. Es gibt in allen größeren Städten Solidaritätskomitees, die Bildungsarbeit machen, die Aufklärungsarbeit machen. Darüber hinaus sind die kurdischen Strukturen aber selber auch offen für internationalistisches Engagement. Also ich selber bin zum Beispiel auch im Verband der Studierenden aus Kurdistan, auch wenn ich kein Studierender aus Kurdistan bin. Genau, also da gibt es viele Möglichkeiten, sich einzubringen auf verschiedensten Ebenen. Es gibt kritische Wissenschaftler, die dazu arbeiten, kritische Medienarbeit ist nötig, genauso wie Basisarbeit, alles Mögliche. Ja. Genau, also es ist schon geplant, auch diese Vorträge jetzt in mehreren Städten zu machen. Berlin war jetzt der Anfang. Ich bin auch echt begeistert von der Resonanz und von der Diskussion dann im Anschluss. Genau, also das ist zum Beispiel auch so ein Weg. Das ist auch sehr üblich. Also Leute, die dort hingehen, kommen zurück und tragen das weiter. Also schreiben darüber, berichten darüber, haben Medienauftritte, wie auch immer. Also tragen die Gedanken der Bewegung weiter. Und im Rahmen dessen ist auch diese Vortragsreihe zu sehen, die ich jetzt gerade mache. Also klar gibt es viel, was einen da hinzieht. Es ist vor allem, glaube ich, diese Unmittelbarkeit des eigenen Aktivismus, zumindest die gespürte. Also klar, es ist auch wichtig, in Deutschland irgendwie zu arbeiten, aber es fühlt sich halt immer ein bisschen mittelbar an. Und das hat man vor Ort nicht. Vor Ort fühlt es sich sehr direkt an, dieser Kampf. Es ist ja auch im vollen Wortsinn ein Kampf gegen den faschistischen Feind. Aber ich denke, dass meine Aufgabe gerade eher hier ist und ich hier gerade als Internationalist besser wirken kann als vor Ort. Genau, und es passt auch gerade einfach in meinen persönlichen Lebensentwurf besser, hier zu sein und mich nicht erneut in Lebensgefahr zu begeben. Man darf sein Glück ja auch nicht überstrapazieren. Aber klar gibt es viele Gedanken, die mich nach wie vor dahin ziehen und ich denke da oft dran und irgendwann könnte es wieder mal sein. Ja. Aber dann denke ich eher weniger für das Militärische, weil, wie schon gesagt, die Revolution findet in der Zivilgesellschaft statt und das Militär schützt diese nur. Wenn man wirklich wissen will, wenn man wirklich daran beteiligt sein will, diese demokratische Gesellschaft aufzubauen, muss man eben genau dahin, nämlich in die Gesellschaft und nicht an den Rand der Gesellschaft, nämlich ins Militär.